Guten Tag alle miteinander. Moment, ich muss aufpassen. Wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zur tollsten Challenge of Doom, wo wir nichts und niemanden anfassen dürfen. Uns allerdings, aber so ziemlich jeder anfassen und töten darf. Aber das ist gut, da sind wir jedenfalls. Und wollen wir schauen. Warte, nein. Hier so geht. Ach ja, Moment, ich hatte mir vorgenommen, dadurch, dass ich ja in der letzten Episode klug genug war, diese eine Schildkröte da umzubringen und überhaupt keine Konsequenzen hatte, weil normalerweise... Ich sag mal, pass mal auf, ich hatte eine Idee. Wir machen das vielleicht so. Entweder... Als Strafe dafür, dass ich irgendwas berühre, bringe ich mich um. Also im Spiel. Nicht, dass jetzt irgendwer schon feiert. Und, oder wir machen eine kleine Strafe. Beispielsweise jetzt dann, dadurch, dass ich da in der letzten Episode quasi nichts gemacht habe, nehmen wir dann einmal... Es werden mir auch Sachen durchrutschen, die dann hoffentlich beim Bearbeiten oder in den Kommentaren auffallen. Das holen wir dann nach. Blabla. Und deswegen heute nehme ich eine lustige Bean-Boozled-Dings. Toll. Hier sieht ein wunderschöner See aus ganz viel tollem, leckeren Zeug. Ich nehme jetzt mal einfach blind eine hier raus. Oh nein. Oh. Hundefutter oder Schokolade? Und zwar nicht die leckere Art von Schokolade. Ach, nein. Mahlzeit. Ja, ist Hundefutter. Ja, ist... Nee, Schokolade. Geile Scheiße. Ja, dann gut, ne, dann wollen wir reinhauen jetzt. Wäre natürlich schade, wenn er doch noch irgendwie Hundefutter draus würde, aber... Nein, ich werde den nicht nehmen. Nein, wir werden den nicht nehmen. Wir werden nicht schon wieder... Oh, das wird grausam, dieses Spiel. Oh nein, jetzt kommt dieses ganze Stern mit den ganzen Münzen. Nein. Moment, ich kann hier unten runtergehen. Ist mir scheißegal. Wir gehen unten runter, wir sind vorsichtig. Aber ich mag diese Challenge sehr, sehr gerne. Ich bin ein großer Fan dieser... Nein, tollen Challenge. Wie oft werde ich Game Over gehen im Laufe dieses Spiels? Das ist die Frage. Ich muss eine Scheiße aus meinen Zähnen wieder rauskriegen. Habe sogar runtergeschluckt. So, guck. Also, wenn das jetzt mal keine Leistung des heutigen Tages ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also, bitteschön. Wir wollen sehen. Das ist übrigens wirklich sehr, sehr schade. Im Prinzip ist das ein bisschen deprimierend, dass selbst wenn du dann von diesen Bean-Boozled-Dingern Schokolade bekommst, dann schmeckt die Schokolade, dann hast du trotzdem irgendwie das Gefühl, Hundefutter im Mund zu haben. Also, ist ein bisschen schade. Aber fantastisch, toll. Das ist eines der tollsten Produkte, die ich jemals sehen und genießen durfte. Ich bin quasi Bean-Boozled-Genießer. Genießer. Moment, wie kommen wir an dem Typ jetzt vorbei? Am besten, der springt jetzt schon zurück. Genau, wir warten. Und gehen dann jetzt hier rüber. So, und dann... Das heißt aber natürlich auch, dass man... Ah, nein. Dass jedes Level wahrscheinlich jetzt 80 Stunden länger dauern wird, als es normalerweise wahrscheinlich dauern würde. Aber gut, auf der anderen Seite können wir uns darauf freuen, dass gleich diese wunderschöne Sonne erscheint. Und das ist ja auch was Feines. Ne? Also da muss man dann zu nehmen wissen und sagen, haha, lustig, Sonnen. Schön, dass ich zwischendurch einen Pilz hatte, sonst hätte ich jetzt 5 One-Ups bekommen, die hätte ich sehr gut gebrauchen können. Stattdessen, ja, Sonne, ist gut. Wobei, kommt die jetzt schon? Nee, jetzt kommt erstmal Schloss. Und das muss ich jetzt schaffen. Ich muss das jetzt schaffen, ansonsten habe ich ein Problem. Wahnsinn. Ich habe ja zumindest noch einen One-Up bekommen. Es ist so schwierig, jetzt gerade auf die Dinger nicht draufzuspringen. Das ist Wahnsinn, wie sehr das im Muskelgedächtnis und im Instinkt eines Gamers quasi drin ist. Das ist wirklich merkwürdig. Das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Das so sehr in einem drin steckt mittlerweile. Und das dann auch online, das Super Mario Bros. 3, überraschenderweise, mit den komischen Boosts. Die Boosts in dem Spiel sind so schnell. Und wir haben keine Power-Ups, das heißt, ich kann nicht mal mehr bei der einen Stelle da rüberfliegen. Ich muss mich beeilen und vorsichtig sein. Oh nein. Oh no, da hinten ist noch ein Buch. Geh weg. Und das Ding darf ich mir auch nicht holen. Ich darf mir nicht mal mehr was holen, nicht mal mehr die Befriedigung, diesen Block der Dings bumsen zu dürfen, wenn ich schon mal klein bin. Da habe ich, toll. Hat sich das ja quasi gelohnt. Irgendwie hier durchkommen. Das Ding, ich muss jetzt gleich bei dem anderen Ding, muss ich gleich oben drüber. Weil ansonsten, also unten drunter kann ich nicht, weil die Zeit zu kurz ist. Nein. Das Spiel ist richtig schwer ohne Power-Ups, ohne Scheiß. Aber der Mantik ist Super Mario Bros. 3, ist ja ganz einfach. Aber das Ding ist, dadurch, dass man, ohne Scheiß, man hinterfragt alles, was man jemals dachte, in diesem Spiel zu können. Und kann auf einmal gar nichts mehr. Das ist Wahnsinn. Was diese eine Kleinigkeit ausmacht, überhaupt keine Power-Ups zu haben. Wie oft rennt man dann halt bewusst einfach in irgendeinen Gegner rein, weil man genau weiß, okay, dahinter kommt sowieso wieder ein Pilz. Das Ding ist, selbst wenn ich weiß, dahinter kommt ein Pilz, bringt mir das absolut nichts, weil ich trotzdem sterben werde. Oder das ist schrecklich und ich bin gleich schon wieder Game Over. Oh nein, das ist so fürchterlich. Und dann muss ich auch noch Bean-Boozled essen. Das kommt noch dazu. Mir bleibt auch gar nichts erspart. Willkommen zurück in Kurz darf weinen. So, komm. Also, wenn ich das hier nicht darf, weiß ich auch nicht. Also, wenn hier jetzt Mimimi mal nicht angebracht ist, dann weiß ich auch nicht. Also, die Mimimi-Fabrik ist das quasi. Die wird hier serienmäßig wird hier quasi produziert. Geh darauf, so. Wir holen den jetzt ein bisschen hier noch rüber. Wir holen den noch ein bisschen hier rüber. Ich werde es bereuen, dass ich das tue. Aber wir holen den noch ein bisschen rüber. Und dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir hier rüber und dann haben wir das geschafft. Jetzt müssen wir nur noch Boom-Boom. Oh, bitte. Bitte tu mir einmal den Gefallen. Da hätte ich zumindest einen Checkpoint. Boom-Boom. Boom-Boom, sei freundlich zu mir. Boom-Boom. Yes, wir haben einen Checkpoint. Sind diese Schlösser mal endlich was wert? Das ist ja fantastisch.
Das ist schon gar nicht mehr gewöhnt. Also im Prinzip so ein bisschen. Das Ding ist, theoretisch besteht ja auch die Möglichkeit, dass man sich irgendwann mal vielleicht dran gewöhnt. Moment, darf ich die Hammer nutzen, die man von Hammer Bros bekommt, um die Dinger hier zu öffnen? Theoretisch ja, weil bekommen tue ich die ja so oder so. Außerdem, ja, ich meine gut. Ich sag mal so, wir nutzen die natürlich dann nur, wenn die, würde ich jetzt so vorschlagen, dass wir die nur nutzen, wenn die wirklich ein Checkpoint wären. Also wenn die mich davon, also wenn die dafür sorgen, dass ich statt 4 Level nur 2 neu spielen muss, dann darf ich die nutzen, aber nur dann. Allerdings muss ich mir die natürlich dann trotzdem auch einteilen, weil wenn ich die zu früh, zu schnell und alle nutze, habe ich natürlich ein Problem. Moment, ich brauche jetzt diesen einen Koopa Trooper da unten, den brauche ich jetzt, ne? Ich muss die hier, die muss ich jetzt umbringen und bei den Münzen kann ich auch nicht allzu viel machen. Also da muss jetzt keiner, da muss jetzt keiner ankommen. Das Level war bis dahin ganz schön schwer. Der Wahnsinn, als wäre das ein laufendes Thema in dieser Challenge. Ich glaube, das wurde sogar schon mal, also das Ding ist, Super Mario Bros. 3 ohne Power-Ups wurde, glaube ich, damals sogar schon mal, also als wir das ursprünglich, ich glaube, als wir das im Rahmen der History of Mario gespielt haben, wurde es, glaube ich, sogar schon mal vorgeschlagen, überraschenderweise von Peinigern. Und dann machen wir das jetzt quasi so ein bisschen modifiziert, dankeschön. Die Dinger muss ich einsammeln, nein, da kann, ich könnte jetzt natürlich versuchen, so schnell wie möglich da reinzukommen, um so gut wie möglich noch welche zu vermeiden, aber dann nehme ich lieber diese beiden Münzen da noch mit. So, die nehmen wir jetzt. Und dann jetzt so schnell wie möglich, guck, läuft doch. Aber das heißt, das Ding ist, ich habe sowieso kein Leben mehr, das heißt, ich müsste jetzt im Prinzip durch die restlichen Level kommen, bis zum nächsten Schloss, oder bis zum Ende der Welt. Bis zum Ende der Welt, ohne zu sterben. Oh nein. Es sei denn, ich kriege ja dann... Genau das ist nämlich jetzt der springende Punkt, weil wenn ich jetzt dann dahergehe und kriege diesen Hammer irgendwann mal, oh nein, jetzt das Level, dann kann ich ja den Steinblock da kaputt machen. Toll. Dann kann ich den Steinblock da kaputt machen. Oh. Und kann mir diese eine Stelle da sparen. Warte mal, irgendwann kommt der, genau. Nein, ach. Weißt du, das ist aber auch Strafe genug jetzt. Also jetzt, dafür, dass ich das Ding jetzt fahren durfte, darf ich da jetzt aber auch einmal irgendwie irgendwas Tolles machen. Einmal darf ich mich freuen in diesem Spiel. Nein. Das ist gemein. Das ist ohne Scheiß. Das ist einfach nur gemein. Wer kommt auf solche Ideen? Natürlich war es Nintendo selbst. Das war eine doofe Frage. Das ist das Schlimme an der Sache. Weißt du, normalerweise, die sollen eigentlich dafür da sein, dass wir uns freuen. Die sollen für unser Glück verantwortlich sein. Sagen, pass mal auf, hier spielt doch mal eine Runde. Toll, super. Jetzt versaust du Arschkrampe mir auch noch den Stern. Weißt du, du bist selbst einer, du dumme Kuh. Dann kriegst du eine Blume. Die kriegst du nicht. Das so viel steht schon mal fest. Du kriegst meine Blume nicht. Ich habe keine Rose für dich. Nee, wir sind auch nie auf dich angewiesen. So. Toll. Dass die Hammerbrüder einfach so vor mir flüchten, ist der Wahnsinn. Wir nehmen einfach, ich habe keine Ahnung, welches Level ist, ehrlich gesagt. Wir nehmen jetzt einfach mal Level 4, weil das vor 5 steht und damit vielleicht ein kleines bisschen einfacher ist, was falsch ist. Aber das, oh nein. Oh. Tolle Stelle. Oh, ohne Scheiß, ich bin massiv überrascht darüber, dass das jetzt nicht getroffen hat. Ich hatte das Gefühl, nein. Moment, ich könnte theoretisch von oben da durchspringen, also quasi so. Aha. Nein. Lass mich doch bitte einfach leben. Lass mich bitte. Komm, lass uns leben. Lass uns leben. Oh, das wäre fantastisch, wenn wir das einfach dürfen. Wenn wir das einfach dürfen, aber nö, darüber sind wir hinweg. Das ist fantastisch. Wir haben einfach aufgehört damit. Wir machen jetzt einfach. Wir machen nur noch böse Sachen. Das ist das, was wir tun werden. Und dann. Ich darf jetzt hier nicht mal mehr drüber rennen, Mann. Man durfte normalerweise da einmal Münzen einsammeln und das ist lustig und toll. Nein, du Arsch, du dummes. Man müsste ja normalerweise müsste man mir irgendwie ganz viele extra Leben geben, weil ich Blume, Stern und Pilz habe. So, da muss ich verlange das. Ich werde das einfordern von dem Gerichtshof, der... Können wir bitte aufhören, von mir zu flüchten? Jetzt mal ohne Scheiß, das ist lächerlich. Das ist nicht, theoretisch könnte ich es ja schaffen. Theoretisch könnte ich es schaffen, dieses Level zu durchschreiten. Und das letzte dann auch noch. Also das tolle Luftschiff brauche ich hier nicht. Hier brauche ich. Ja, dann machen wir das mal. Dann machen wir mal mit den Dingern hier. Moment. Kann ich die nicht tragen? Ja, ich muss die doch tragen können. Ansonsten habe ich nämlich jetzt ein Problem. Warte mal, wo kriegen wir jetzt... pass mal auf, du kommst jetzt her. So, die kann ich jetzt tragen. So, warum ist es gerade nicht funktioniert? Was ist das denn? Und dann müssen wir nämlich hier... Da muss ich nämlich machen. Da habe ich, glaube ich, nicht, dass ich eine andere Wahl habe, als das jetzt zu tun. Die Alternative dazu wäre, glaube ich, dann ein Power-Up zu nehmen. Dann nehmen wir lieber... Machen wir lieber so. So ist am schwersten. Toll. Toll, dass das ein Gedankengang ist, den ich habe in diesem tollen Playthrough. Ich bin begeistert. Oh, gib mir dich. Und zwar am besten nicht auf der Schrägen. Genau, so, sehr fantastisch. Nein, wir werden das nicht tun. Ich werde nicht mal mehr diesen Block da aktivieren dürfen, den man sogar sieht. Ist ja Wahnsinn.
Das Ding ist... Kommt da was raus? Nein, da kommt nichts raus. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie viele Level das sind, in denen man irgendwie, in denen man Typen braucht. Das ist natürlich eins. Oh. Komm, komm, komm. Das war knapp jetzt gerade. Ich wollte es knapper, als ich es haben wollte. Kann ich gehen? Darf ich gehen? Kommt, hier kommt nichts mehr raus. Aber ich glaube, hier hinten kommt noch, ich glaube, hier kommt noch irgendwie ein Gegner. Ich habe das, ja, ja, ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass hier noch ein Gegner ist. Nein, geh weg, geh weg. Und wieder keinen verdammten Stern. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein laufendes Thema, dass ich keine Sterne bekomme. Also schrecklich, ich würde so gerne. Ich wollte gerade sagen, ich muss stattdessen jetzt aber Münzen einsammeln. Aber ich kann ja, ich darf ja gar keine Münzen einsammeln. Ich wollte gerade sagen, ich muss Münzen einsammeln für die One, für die Extra-Leben. Aber nicht mal mehr das darf ich. Ja. Toll. Oh, it's terrible. The King has been transformed. Ja, lass mal dann gucken, dass wir dafür sorgen, dass wir wieder der größte Spinner auf diesem Planeten sind. Also gar nicht versuchen, mir den Rang abzulaufen. Da hat er keine Chance. Da hat er absolut keine Chance und das kann er sich direkt abschminken quasi. So, ich glaube, aber mit diesen komischen, kommen die jetzt schon? Mit diesen komischen Schraubdingern da darf ich interagieren. Muss ich ja teilweise, ja. Ich glaube, das muss ich. Ich weiß nicht, an welchen Stellen ich es nicht kann. Also ich darf mal mir jetzt bitte nicht übel nehmen. Was sowieso passieren wird, aber gut, dann läuft das halt. Nein, ich darf ja nicht mal mehr die Maulwurftypen umbringen. Ich darf nicht mal mehr die Maulwurftypen umbringen. Wie schrecklich ist das denn? Und vor allem, wie schwer wird das in den später in den... Oh nein! Diese komischen Typen, die Schraubenschlüssel werfen, die darf man nicht mal mehr umbringen. Das ist einfach nur ohne Scheiß, das ist einfach nur gemein. Das ist einfach nur gemein. Bis hierhin geht das noch, aber hier kommen noch Schiffe, wo dann irgendwie... Oh, das ist ein Luftschiff-Level! Hier sind die da... Nein, 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 nein. Oh nein, dafür muss ich jetzt... Ah. Das zählt. Das zählt als Schafe. Ich bin eindeutig mit Absicht reingeflogen. So, da muss man sich dann so lange noch einreden. Dann stimmt das auch. Ich könnte natürlich jetzt... Dadurch, dass der gerade da steht... Pass mal auf, wir spekulieren jetzt darauf, dass der einen Hammer hat. Wahrscheinlich darf ich den sowieso nicht nutzen. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Nein, 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 nein. So, genau, guck. Läuft. Und dann, ist das Ding... Das darf ich ja dann eigentlich auch nicht nutzen, ne? Oh nein! Welt 7! Ja, danke schön. Super. Ist nicht so, als hätte ich eine Wahl gehabt. Ist nicht so, als hätte ich eine Wahl gehabt. Game over! Bist du? So, guck. Mal was Neues. Gucken. Das ist aber mal. Wer hätte gedacht, dass wir mal Super Mario Bros. 3 spielen und sich ein Todescounter lohnt? Und ein Game over Counter. Und jetzt gehen alle Level zurück. Das ist ja Wahnsinn. Aber, dadurch, dass der da oben steht, genau. Kann ich nämlich jetzt einfach hier reingehen und dann sagen. Und dann sage ich, und dann gehen wir bestenfalls jetzt gewinnen. Allerdings, jetzt habe ich nicht mal mehr den Hammer. Das ist einfach Scheiß. Ich wollte das eigentlich wegen den Hammer da machen und dann sterbe ich dabei und kriege dafür diese dumme Musikbox, die keine Sau braucht. Die ich nicht nutzen darf. Ich darf den Hammer wahrscheinlich auch nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. Um Checkpoints zu bauen, würde ich die, glaube ich, trotzdem nutzen, ehrlich gesagt. Also der würde ich dann schon sagen, machen wir dann mal. Aber dafür müsste man sie erstmal bekommen. Nein, 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 nein! Ach, Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Also das war jetzt tatsächlich Absicht, in den Typ da reinzuspringen. Nein, jetzt fliegt er wieder... Nein! Oh. Die eine Stelle, an dem ich ihn nicht haben möchte, ja, super. So, ich habe bis hierhin weder Münzen noch Punkte eingesammelt, zusätzlich zu denen, die wir schon hatten. Also ich konnte quasi nichts dazu. So, bitteschön, ich habe nichts eingesammelt. Das ist der Beweis, der lebende Beweis dafür. Die 100 Punkte, die da gerade eben standen, waren von dem Bullet Bill, den ich versehentlich tötete. Das mache ich jetzt schon. Jetzt fange ich schon an zu beweisen, dass ich keine Punkte geholt habe. Das ist das, was diese Challenge aus mir macht. Ein Menschen, der beweist, dass er keine Punkte geholt hat. Das ist der Wahnsinn. Ein Stern, mit dem ich nie irgendwas anfangen werden kann. Danke, Spiel. Scheiß Treibsand. Ich werde hier gleich zum Berserker, ohne Scheiß. Warum habe ich keinen Stern bekommen? Das ist schrecklich. Das ist selbst wieder nur ein Leben, um dieses dumme Schiff da zu schaffen. Wir müssen das schaffen. Ich muss das jetzt machen. Das gibt es doch nicht. Die Wichser. Die Wichser. Was, wenn ich versuche, einfach drüber zu springen? Yes! Yes! Komm, 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 komm. Wir müssen jetzt nur noch den Boss umbringen. Nur noch den Boss umbringen. Nein. Er will mich töten. Ich will nicht. Ich habe diese Stelle geschafft, aber er wird mich töten. Ich habe diese Stelle geschafft, aber er wird mich töten. Wann springt der da drüber? Ich dachte, der bleibt unten. Also, oder fällt da rein oder so. Komm, 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 komm. Yes, Alter. Meine Fresse. Das ist so schwer, ohne Scheiß. Das ist Wahnsinn, wirklich. Ich hätte nicht gedacht. Ich meine, man kennt das Spiel ja. Ich habe es x-fach gespielt und so. Aber was das ausmacht, wenn man weder Power-Ups noch sonst irgendwas einsammeln kann, das ist echt Wahnsinn. Das hätte ich in der Form nicht gedacht. Mir war klar, dass es schwierig wird. Aber dass ich bis Welt 2 zum zweiten Mal Game Over gegangen bin. Das überrascht mich dann irgendwie doch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist schon. Also, übertrifft meine eigenen Erwartungen. Oder untertrifft. Meine Leistung untertrifft meine eigenen Erwartungen. So könnte man es quasi auch ausdrücken, aber.
Stimmt natürlich genau genommen eigentlich gar nicht. Dafür kriege ich, oh nein, dafür kriege ich eine Wolke und die Wasserwelt, auf die alle gewartet haben. Meine Damen und Herren, dafür bitte den Like-Button kaputt, busch, busch, kloppen und so weiter und so fort in den Kommentaren. Wie schlimm wird die Wasserwelt? Welches Level wird hier? Wie oft werden wir hier Game Over gehen? Es gibt sogar zwei Schlösser, also Burgen mit Checkpoints, die wahrscheinlich überhaupt für keinerlei Probleme sorgen würden, nicht wahr? Und ansonsten, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hochwitzig, winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.